So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster Opening und ich habe für euch March of the Machine, The Aftermath. Der ist Epilog-Booster mit 5 Karten. Wir haben im Podcast ein bisschen drüber geredet, wie wir das Verhältnis von diesen Karten sehen zu ihrem Wert. Und ja, das fiel nicht so gut aus. Ich wollte aber mal ein paar Booster davon öffnen, um herauszufinden, wie gut oder schlecht die wirklich, wirklich sind. Discover the coolest cards. Hier ist anscheinend eine Werbungskarte drin, ein Knight mit Wachsamkeit. Wir haben Feast of the Victorious Deed. 2 Mana, Enchantment zu Beginn. Jedes Endsteps, wenn ein oder mehr Kreaturen in dem Zug gestorben sind, kann man so viele +1/+1 Marken distributieren und man kriegt so viel Leben, wie Kreaturen gestorben sind. Okay. Dann haben wir eine zweite Ankam. Harnessed Snaphorn. 4 Mana, 2/5 Wachsamkeit. Schaden, der dem zugefügt wird. Was? Ah, nee, immer wenn die Spieler Schaden zufügt, kann man Artefakt oder Verzauberung aus dem Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Nee, ein Spielfeld sogar. Spielfeld. Krass. Dann. Unser erster Rare. Vesuvian Drifter. 3 Mana, 2/4 Fliegen. Du kannst jederzeit die Oberskarte des Decks angucken. Und im Combat, einmal pro Combat, kannst du die Oberskarte des Decks aufdecken. Wenn es machst, wird es eine Kopie davon. Und der einzige Unterschied ist, dass sie noch Fliegen dabei hat. Das ist der einzige Unterschied. Ja, und dementsprechend ganz cool mit sowas wie Brainstorm, Emrah cool, ich greife dich an, hau dich mit Emrah cool. Sehr, sehr cool. Dann haben wir eine Foil Cosmic Rebirth. Ach, wir sind ja schon bei 4 Karten. Krass. 3 Mana, Instant. Wir suchen uns ein permanentes mit einem Friedhof aus. Wenn es Mana-Kosten von 3 oder weniger hat, kann man ein Spielfeld bringen. Ansonsten nimmt man es auf die Hand und man kriegt 3 Leben. Eine schlechtere Karte. Aber es sind schon mal 4. Bloodout. 3 Mana Instant. Ein Spieler exiliert eine Kreatur oder Planeswalker mit den höchsten Mana-Karten an Kreaturen und Planeswalkern, die man kontrolliert. Okay. Okay, auch in diesem anderen Rahmen. Und dann haben wir den Token. Ja, komisches Booster. Also ich finde 5 Karten-Booster eh schon sehr, sehr weird. Das erinnert mich an diese Promo-Packs. Und ja, die mache ich auch auf dem Channel auf für euch hin und wieder mal. Die Promo-Packs sind aber gewinnbar und man kann was machen. Das hier wäre ein klasse Promo-Packs gewesen, meiner Meinung nach. Man hätte einfach die Story von March of the Machine in den Promo-Packs zu Ende bringen können und praktisch da die Story zu Ende erzählen. Das wäre doch geil gewesen. Warum machen wir das nicht? Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.